Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter und wir haben im letzten Part endlich die Prüfung des Erwachsenen beendet. Wir haben es offiziell geschafft und wie seht ihr das? Ich würde jetzt halt, wenn wir den nächsten Run machen, kein Rad des Todes drehen, ne? Als Belohnung quasi, dass wir den Run geschafft haben. Und wir haben diese Feder bekommen. Jetzt können wir halt hüpfen. Ich weiß noch nicht genau, wofür das ist. Wird vielleicht einfach ein Item sein, um irgendwo weiterzukommen. Und wir haben bestimmt ein bisschen was Neues hier in der Hütte. Deswegen, wir reden gleich mal mit unserem Freund. Extra, extra. Ein kleiner Kokiri-Junge kam daher gewandert. Er sieht nicht so gut aus. Ich denke, sein Name ist Pim. Ich hoffe, das ist richtig. Ich habe ihm gesagt, er soll in den Restroom gehen. Ich hoffe, er ist okay. Wollen wir das Stück für Stück abklappern? Das ist vielleicht besser, als wenn man das jetzt alles auf einmal und dann vergessen wir irgendwas. Wir gucken erstmal in den Restroom. Wollen wir erstmal Geld ausgeben? Ich weiß nicht. Wir haben 600 Rubine. Zumindest einmal. Nicht, dass wir von irgendjemandem Geld bekommen. Einfach so, komischerweise, einfach Geld bekommen und dann geht das halt ins Leere. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir da einfach erstmal, na, anfühlen gehen. So. Okay, der ist auch neu. Der Spielmann. Wir sollten vielleicht auch im Allgemeinen... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was zur Hölle? Okay, komm. Ich kaufe mir jetzt erstmal... Uns fehlt die Uhr noch für 150. Und der Hammer für 150. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben... Die Uhr könnte man wohl nehmen, man könnte die aktivieren und könnte ein paar krasse Bomben legen. Und Pfeile würden wohl auch funktionieren und könnten damit Fledermäuse besiegen. Ich glaube euch da jetzt einfach mal und kauf mal die Uhr. Die goldene. Denn die verbraucht jetzt weniger Mana und ich möchte bitte nichts anderes kaufen. Wir könnten alternativ auch noch ein neues Schwert kaufen, aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy erstmal mit meinem Zweihänder. Dementsprechend... Schauen wir mal. Jetzt kann ich halt einfach hüpfen, ne? Ich weiß ja nicht genau, wofür ich das machen, was ich damit machen soll mit diesem Hüpfen. So, von dem könnte ich mir wieder neues Geld holen. Das lasse ich aber erstmal offen. Und jetzt reden wir mal mit dem Kokiri im Pausenraum. Mal gucken, ob der irgendwas für uns hat. Reststella Camper. Hi. Was ist das für ein Ort? Ich bin von Ganondorfs Attacken weggerannt. Ich erinnere mich an die verlorenen Wälder. Er hat alles zerstört. Und dann bin ich hier geendet. Ich wünschte mir, ich wüsste, wie ich zurückkomme. Ich hoffe, alles ist okay. Ich glaube, er bekommt die Karte. Ich glaube, er bekommt die Karte, Leute. Special Map. Eine Karte? Denkst du, es kann mir helfen, durch die verlorenen Wälder zurückzukommen? Es ist fast unmöglich, durch die verlorenen Wälder zu kommen. Aber ich gebe dem, ich gebe dem einen Versuch. Ich denke dir so sehr, Mister. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Was? This guy follow me here. He's not my fairy. Okay, der Typ hier ist mir hergefolgt, das ist nicht meine Fee. Würdest du nach ihm gucken? Jetzt haben wir eine verlorene Fee bekommen. Okay, Does you give him the map and got a lost fairy in return? In return? Ah, im Gegenzug. Okay. Und sie sieht wirklich ängstlich aus. Finde irgendjemanden, der für sie sorgt. Ich verspreche dir, ich werde nach Hause kommen. Sei vorsichtig, Mister. Okay, also ganz ehrlich, wir haben jetzt eine Fee bekommen und da drüben steht Tingel. Da steht Tingel. Der will doch eine Fee, oder? Ne, der will eine Fee werden. Hui. Weiß nicht, ob das jetzt eine Rolle spielt. Sieht gut aus, ne? Was ist das? Was sehen Tingels Augen? Ist das eine Fee für mich? Joju's Day, ein glücklicher Tag. Glücklich für mich. Oh, ich danke dir so sehr.
Nun bin ich eine richtige Waldfee. Hier, bitteschön, mein Freund. Ich möchte dir das hier geben. No for answer. And I won't take no for answer. Keine Ahnung. Tingle, tingle, kalumpia, limpa. Okay, was haben wir da? You got a rainbow tunic. It's nothing short of magical. It's stylish and has a hidden power. Was? You got a rainbow? Also wir haben die Regenbogen-Tunik erhalten. It's nothing short of magical. It's stylish and has a hidden power. Okay, es ist nicht magisch, aber es hat eine geheime Kraft. I have puzzled on the magic of my cloth to you enjoy. Now if you do not mind, tingle must go frolic. Why? Also wir haben seine Kleidung bekommen. Oh, and do not steal my magic words, please. Also ich soll seine coolen Wörter nicht klauen. Jetzt haben wir... Ist das jetzt... Ja, das ist wahrscheinlich das Ende der... Rainbow Tunic. Ach du Scheiße. Die Frage ist, was ist die magische Power? Die müssen wir jetzt da rausfinden, ha? Die magische Power. Ich weiß nicht, ob ich davon Augenkrebs bekomme, ganz ehrlich. Oh Gott, okay. Das lief ja jetzt gar nicht so schlecht. Damit haben wir auf jeden Fall die Prüfung, also die Prüfung, die, ihr wisst schon, die Tauschquest abgeschlossen, denke ich. Extra, extra. Ah toll, die Wörter sind jetzt auch farbig. Super. Er ist aufgewacht. Der Shopkeep Adele. Er ist jetzt beim Amori-Shop, also beim Armor-Shop. Er hat einige interessante Items, du solltest das auschecken. Außerdem ist es Zeit... Maybe it's time he can stay awake long enough to make a profit. Okay, er ist so lange aufgewacht, vielleicht kann er jetzt Profit machen. Checken wir auch erstmal schnell aus, ne? Neben dem Armor Shop oder beim Armor Shop? Ich weiß nicht, wollen wir uns die andere Tunik auch noch kaufen? Also ich denke mal, die Tunik hier, die wir jetzt haben, die kann uns nicht gestohlen werden, oder? Weil das wäre ja doof. Das ist ja jetzt eine richtige Special Tunik. Alter, was? Was geht denn da ab? Also erstmal Tränke. Ich kann gar nicht gucken. Wir können uns jetzt endlich Tränke kaufen. Willkommen. Ich weiß, meine Produkte haben ihren Preis, aber sie sind wirklich nützlich. Okay. Was ist denn das? Aya's Blessing. It's a powerful magic that can freeze enemies. Be careful, it's consume magic. Ach, das ist Magie. Din's Fire. It's a powerful magic attack. Create a fireball. It's consume magic. It's a powerful magic attack that protects the user. Be careful, it's consume a lot of magic. Oh Gott. Wir könnten uns alles kaufen. Da bin ich ja fast gewollt, das auszuprobieren. You be energized the moment you drink it. Contains 2 doses, recover 4 hearts per drink. Energized? Okay, was heißt energized? Keine Ahnung, wir können auf jeden Fall zweimal trinken und kriegen 8, jeweils 4 Herzen. Oh, die sind alle sehr runtergemacht, ne? Die Tränke. Hier kriegen wir 6 Herzen und die Magic Power. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Hier kriegen wir 8. Also ich glaube, das hier gefällt mir besser. Der kostet 30. Und der... Boah, das war teuer. Also da würde ich, glaube ich, lieber 15 Rubine mehr investieren und den nehmen. Für 6 Herzen. Und hier kriegen wir noch die Magic Power. Ich glaube, das ist da besser. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin... sehr daran interessiert, alles davon zu nehmen. Was ist die Glocke? This bell is so golden that many people will want to do business with you. Oh, ist das ein neues Tauscher-Item? Das könnte sein, ne? Aber aktuell fällt mir niemand ein, der eine goldene Glocke will. Ah doch, warte mal. Ist das...
Hat der Spielmann eine goldene Glocke? Ah, jetzt musst du Kaffee. Gute Frage. Boah, ich würde gerne alles kaufen, Leute. Ja, komm, der Spielmann läuft uns ja nicht weg, oder? Ich nehme mal alles mit, den können wir ein bisschen ausprobieren. So. Ganz ehrlich, das muss ich mitnehmen, das Zeug. Geil. Also, ich bin jetzt Regenbogenlink und hab Magic bekommen. Komm, wir probieren erstmal alles aus. Ganz ehrlich, wir müssen erstmal gucken, wie sich das äußert, ne, diese Zauber. Wo mache ich denn das am besten? In der Haupthalle, oder? Wie geil. Ich nehme auch weniger Schaden oder so. Ich weiß es halt nicht, ne? Was unsere Rüstung kann. Kann ich irgendwie noch einen Item-Check machen? Kann man irgendwie nochmal... Nee, kann man nicht, ne? Man kann nicht nochmal lesen, was die Items können. Okay, schade. Krabbelminen? Wie viel teuer waren die eigentlich? 40 Rubine für 20? Ich glaube, die würde ich mal mitnehmen. Einfach, damit wir mal welche haben. So, da ist unser Geld auch schon wieder alle. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich bin, glaube ich, zufrieden. Guck mal. Unser Item-Zeug nimmt sehr gut zu. Pfeile hätten wir vielleicht auch nochmal gebraucht. Naja. Okay, wir testen mal unsere neuen Zauber. Krabbelminen wissen wir ja, wie die funktionieren. Aber unsere Zauber, die sind neu. Übrigens, Leute, ich kann es nur immer mal wieder sagen. Geht gerne auf die Website. Schreibt da mal hin, ob ihr irgendwelche neuen Strafen haben möchtet. Irgendwelche Ideen. Sind alle willkommen. Haut raus. Doofe Ideen gibt's nicht. Manchmal sind die doofen Ideen auch besser. Ich plane auch schon wieder neue Projekte, um das Rad des Schicksals und das Rad des Todes zu optimieren. Ihr könnt mir auch gerne auf meiner Website neue Projekte vorschlagen, neue Ideen, die ihr habt. Vielleicht schon irgendwie so auf dem Zelda-Niveau, weil ich halt der Zelda-Junge bin. Aber ich wäre da auf jeden Fall sehr erfreut, wenn ihr da gerne Beiträge leistet. Ich freue mich über jeden Beitrag, über jede Idee. Gerne einfach raushauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und gerne rausballern einfach auf der Website. Einen Kommentar schreiben. Alles easy. Ich freue mich. So, wir gucken mal, was die Zauber können. Okay, das ist einfach Dins Feuerentfernung. Logisch. Das kennen wir. Kostet auch nicht so viel Magie, finde ich. Dann das ist das Schild, oder? Der kostet sehr viel Magie. Und dann haben wir noch... Okay, ich kann nicht in derselben Zeit zwei Zauber wirken. Aber ich würde gerne mal gucken, wie lange der aushält. Extra, extra. Ein Mann namens Grant was spotted hitting over towards in the garden. Genau, ein Mann namens Grant ist jetzt im Garten. Er guckt nach einer Musikbox. Er sieht aus, als ob er wirklich Musik mag. Okay, das war's. Das sind unsere neuen Punkte erstmal. Bin am Überlegen, was wir als nächstes machen. Okay. Der Eiszauber, der macht gar nicht... Der verliert mal gar nicht so viel Magie, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir könnten in die Arena gehen und könnten uns noch mehr Geld verdienen, also mehr Geld tragen. Oder wir gehen in die nächste Prüfung. Shit, das wollte ich nicht. Ja, oder wir gehen in die nächste Prüfung.
Wir könnten auch mal eine der anderen Prüfungen ausprobieren. Wir haben ja drüben die Arena, aber die können wir wahrscheinlich aktuell noch nicht komplett abschließen. Das ist jetzt die Meisterprüfung. Ich weiß gar nicht, habe ich euch schon mal das hier gezeigt? Weil das hier ist halt... Das ist auch der Mond von Majora's Mask. Oh, sieht so ein bisschen aus. Hier soll man dann hingehen, wenn wir alle Prüfungen gemeistert haben, glaube ich. Und wir werden auch nur... Sanctuary... hier weiterkommen, wenn wir die Prüfung der Arena gemeistert haben. Da waren wir jetzt halt noch gar nicht drin. Sieht auch mega krass aus. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die... Oder wir machen die normale Arena mal. Und da können wir halt wieder ein Zeitrennen machen. Da müssen wir bestimmt... Da müssen wir hundertprozentig bestimmte Dingenspups machen. Die... Erwachsenen-Area in einer bestimmten Zeit und dann bekommen wir wieder eine neue Flasche. Ist geil. Aber auch schwierig. Ah, warte mal. Die goldene Glocke, ne? Ich wette mit dir, mit der goldenen Glocke können wir oben, da war doch dieser Gorone. Dieser Händler-Gorone. Vielleicht können wir mit dem handeln. Okay, komm. Ihr wollt's doch auch, oder? Ihr wollt auch, dass wir hier reingehen. Ich bin auch gehypt. Ich will gucken, was in der Meisterprüfung ist. This is the last and the most difficult trial. Guess how many floors it had. Also der schwerste. 75. 75 Etagen. The Bamoth. Okay, is the end goal. That's most of us strive for. It's now as the hero trial. Okay, das ist der Heldenpfad. Und der Bamoth? Aus Final Fantasy, keine Ahnung, ist der Endgegner. Ja, du musst dich wirklich selber vorbereiten. Viele Fallen und gefährliche Gegner und ja, das ist die Challenge halt. Du solltest in den Restroom gehen, um dich auszuschlafen und du solltest eine Flasche dabei haben. Genau. Mach dich bereit für den Final Trial. Und gib alles, was du hast. Okay. Und ich würde sagen, wir switchen erstmal rüber. Denn wir brauchen... Das Rad des Schicksals. Das Rad des Todes würde ich auslassen. In dem Fall jetzt, weil ich halt die letzte Prüfung bestanden habe. Und wir spielen auf Mittel. Okay. So machen wir das. Einmal auf regulär. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde... Also der Eis... Ich glaube, ich würde den Eiszauber mal bevorzugen. Hier steht es ja auch, wie viel MP die verbrauchen. Okay, Dins Feuerentfernung und die beiden verbrauchen gleich viel. Ich nehme mal Dins Feuerentfernung mit rein. Ich habe ja eh keine Ahnung, welche Gegner mich erwarten. Ich nehme mal den Hookshot mit rein und den Boomerang. Und dann starten wir einfach mal rein, oder? Let's go. Damit ihr auch noch mal was seht in dieser Folge. Auf jeden Fall geile Musik. Okay. Wahrscheinlich noch mal alles, aber in schwer. Bekommen wir weniger Schaden? Warum ist meine Magieanzeige gerade blau geworden? Wir rushen einfach erstmal rein, oder? Ja, es sieht aus, als ob wir nochmal alle Räume machen, bloß in schwer. Gar kein Geld bekommen, was ist das denn? Voll traurig. Okay, vielleicht auch mal die Uhr ausprobieren, die neue. Ist ja eher so ein Testrun jetzt, ne? Okay, das bringt kein Geld. Natürlich, die haben alle Feuer bekommen. So.
Musik ist ja mega crazy. So. Ja, tausende Gegner, alles schön vermischt, aber so soll es ja auch sein. Ist ja auch der schwierige Modus, ne? Oder der letzte. Na klar. Shit. Alter, was ist denn mit denen? Die machen Dauerfeuer. Alter. Die sind alle auf Speed. Okay, nice. Weg damit. Ja, ich glaube, ein guter Run wäre das nicht. Ich bin gerade zu unvorsichtig. Alter, was? Okay, das ist jetzt so eine Sache. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ihr habt gesagt, zack. Taktische Bomben platzieren. Okay, die Zeit geht auf jeden Fall wirklich wesentlich langsamer. So. Boah, das ist richtig nice. Okay. Alles klar, cool. Danke für den Tipp, Leute. Vielen lieben Dank. Du. So. Haben wir das auch schon beendet? Viel Geld haben wir bis jetzt nicht bekommen. Okay, hier haben wir mal einen Hammer auf dem Boden. Das ist super effektiv. Aber nicht gegen die. Okay. Zack. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was diese Rüstung genau macht. Weil sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. So, ich würde sagen, einen Raum machen wir noch und dann hören wir erstmal auf. Okay, Fledermäuse und der ganze Rest halt, ne? Kann der in die Lava laufen? Was ist denn mit dem? Das ist aber auch nicht so das normale Verhalten eines Deko-Kerls, oder? Ah, doch. Alles klar. Hab nichts gesagt. Alles gut. So, das ist schon wieder so ein Easy-Raum irgendwie. Ah, jawohl, 20 Rubine. So. Ah. Also ich finde, der Boomerang ist richtig nice. Einfach aus einer Fledermaus 20 Rubine random zu bekommen, ist schon echt cool. Leute, das war's jetzt mal mit dieser Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Geht auf die Website, schreibt ein paar Ideen drauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.